Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Apple Cases. Ja, wie ihr hier bereits seht, geht es auch heute wieder um ein Unboxing, ein etwas größeres Paket von Amazon, wie man hier erkennen kann. Und ich würde sagen, ich mache das Paket ganz einfach mal auf. Eins gleich vorweg, es handelt sich nicht um ein Apple-Produkt, sondern um eine Videokamera. Ich hatte ja vor kurzem von Kodak die ZI-8 bestellt. Und das war ja schon eine Full-HD-Kamera und mit der Kamera war ich auch sehr zufrieden. Die Kamera hat nur ein ganz großes Problem, sie hat nämlich keinen Autofokus. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, diese Kamera jetzt wieder zu verkaufen und habe mir eine, ja, ich sag mal, eine richtige Videokamera bestellt bei Amazon, und zwar ein Modell von Sony. Ich hole das jetzt hier einfach mal raus. Und zwar eine Full-HD-Kamera von Sony. Und genauer gesagt handelt es sich dabei um das Modell HDR CX155E. Das ist eine Flash-Kamera, also eine Kamera, die Full-HD-Videos auf einem internen Flash-Speicher aufnimmt. Das heißt, man hat weder eine eingebaute Festplatte, noch hat man eine SD-Karte, auf der man primär aufnimmt. Man kann zwar auch eine SD-Karte installieren, aber hauptsächlich nimmt man halt auf dem internen Flash-Speicher auf. Also ähnlich wie beim iPhone auch, gibt es eben einen internen Speicher. Und das führt eben dazu, dass man letztlich auch keine beweglichen Teile in der Kamera hat. Und gleichzeitig hat diese Kamera eben eine sehr gute Auflösung. Man kann Full-HD-Videos aufnehmen. Und Sony hat ja sowieso einen sehr guten Ruf im Bereich der Kameras. Und insofern habe ich mich für dieses Modell entschieden. Es ist auch ein relativ aktuelles Modell, auch in der aktuellen Serie von Sony entsprechend noch vertreten. Und ich würde sagen, wir machen das ganz einfach mal auf. Hier seht ihr, dass ein entsprechendes Siegel von Sony angebracht worden ist, so dass man eben auch genau weiß, dass es sich um einen Karton handelt, der auch vorher nicht geöffnet worden ist. Ja, was haben wir dann alles hier in dem Karton? Zunächst mal hier eine Garantiebestimmung. Dann haben wir hier noch mal ein kleines Heft, wo es entsprechend um Zubehör für Sony Kameras geht. Dann kommen hier nochmal ein paar Unterlagen. Ich denke mal, das ist ein Hinweis, wie man entsprechend SD-Speicherkarten verwenden würde in mehreren Sprachen. Dann hier eine Unterlage zur Registrierung der Kamera und das Ganze dann auch nochmal in einer anderen Sprache. Hier habt ihr dann auch nochmal eine CD dabei, wo entsprechend die Software für die Kamera enthalten ist. Wobei ich glaube, dass es sich hierbei um Software handelt, die nicht für Mac-PCs ist, sondern für ganz normale Windows-PCs. Aber das ist nicht schlimm, denn wir Mac-Nutzer haben ja ohnehin schon iMovie und ich habe mich vorher erkundigt, diese Kamera arbeitet auch wunderbar mit iMovie und auch mit iPhoto zusammen. Ja, dann hier entsprechend die Bedienungsanleitung, auch nochmal in verschiedenen Sprachen. Hier ist die deutsche Version und die gibt es dann eben in ganz, ganz vielen Sprachen, sodass hier eine ganze Menge Bücher und Papierkram dabei sind. Aber das braucht man ja letztlich alles gar nicht, denn es geht ja letztlich nur um die deutsche Variante. Die lege ich hier mal zur Seite. Der Rest wird eigentlich, wie gesagt, gar nicht benötigt. Ja, und dann natürlich nähern wir uns jetzt langsam hier dem Interessanten. Hier gibt es nämlich noch dann diverse Kabel, die mit dazugelegt werden. Hier einmal ein Kabel, was offenbar auf der einen Seite in die Kamera gesteckt wird und was auf der anderen Seite entsprechend diese Klinkenstecker hat. Ich denke mal, das ist dann so etwas, mit dem man entsprechend dann die Videosignale und auch die Tonsignale weiterleiten kann. Ich denke mal, drei werden wahrscheinlich fürs Videosignal sein und zwei für die Tonsignale, aber das muss man dann nochmal genau durchlesen.
Dann gibt es hier nochmal ein Kabel, was letztlich dann die Kamera vermutlich per Mini-USB auf USB mit dem PC verbinden wird, um das Ganze dann an den Mac anzuschließen oder auch an einen normalen PC. Dann haben wir hier noch entsprechend das Netzteil, was aber scheinbar auch noch nicht ganz komplett ist. Ich denke mal, das wird dann vermutlich in den Akku reingehen und hier wird wahrscheinlich noch der Stecker dran kommen. Genau. Das legen wir aber auch mal zur Seite. Und dann haben wir hier den besagten Stecker, der dann an das Teil von gerade angeschlossen wird, um entsprechend dann den Akku auch mit Strom zu versorgen. Hier haben wir nochmal ein entsprechendes Kabel, ein AV-Kabel scheinbar. Und dann haben wir hier noch einmal den Akku. Der ist auch von Sony und ich denke mal, der wird dann hinten in der Kamera entsprechend eingeschoben und ich vermute mal, dass er dann auch direkt in der Kamera geladen wird. Aber auch das wird man dann letztlich sehen. Ja, Freunde, das war's jetzt an Kabeln und nun kommen wir zu dem eigentlichen Gerät, nämlich der Kamera. Und das Erste, was hier natürlich auffällt, ist, dass diese Kamera wirklich super klein ist und auch super handlich ist. Und ich denke mal, das hat im Wesentlichen auch damit zu tun, dass hier eben gerade keine Festplatte verbaut ist. Es gibt da ja teilweise Modelle, die haben 120 oder teilweise sogar 240 Gigabyte Festplatten. Das hat man hier nicht, sondern hier hat man, das kann man hier auch erkennen, einen Flash-Speicher, wie ich das schon gesagt habe. Der hat zwar nur 16 Gigabyte, aber wenn man eben will, kann man das Ganze eben auch nochmal mit SD-Karten erweitern. Und mir persönlich reichen 16 Gigabyte für meine Videos und insofern ist das für mich eine gute Geschichte, dass es sich eben hierbei um so ein kleines handliches Modell handelt. Das ist natürlich auch typisch für die Sony-Kameras. Man kann entsprechend hier den Monitor aufklappen und dieser Monitor ist im Übrigen auch ein Touchscreen-Monitor. Das heißt, man kann die Befehle für die Kamera und die Einstellungen der Kamera direkt auf diesem Monitor tätigen. Ja, wie gesagt, die Kamera nimmt Videos in Full HD auf. Das kann man hier auch sehen. Full HD 1080p. Das ist ja das Höchste, was es im Videobereich momentan gibt. Und sie hat eben auch diesen sogenannten AVC-HD-Modus. Damit kenne ich mich jetzt noch nicht so genau aus, aber das ist, glaube ich, eben genau der beste Modus, mit dem letztlich Kameras dann auch diese Videos aufnehmen können. Ja, Freunde, ich freue mich wirklich schon total drauf, diese Kamera zu benutzen und damit dann eben zukünftig meine YouTube-Videos zu machen. Ich werde die jetzt natürlich erstmal einige Zeit ausprobieren. Ich habe auch schon das erste Opfer gefunden für meine Videos sozusagen. Ich habe nämlich von Arctis eine Hülle zugeschickt bekommen. Und zwar eine Hülle von Griffin. Genauer gesagt die Griffin Reveal Edge Hülle. Und die werde ich als nächstes dann entsprechend dann in einem Unboxing vorstellen. Und dafür werde ich dann auch schon entsprechend diese neue Sony Full HD Handycam benutzen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei diesen Videos und vielleicht auch bei dem Review von dieser Kamera dann dabei wärt. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao Leute!